Hallo, mein Alter, 16 neue Nachrichten in... Ach, egal. Ich fange jetzt einfach an. Nee, ich mache jetzt erstmal. Okay, willkommen, meine lieben Pokémon-Freunde, zu einem weiteren... Okay, komm, mach. Hallo, meine lieben Pokémon... Nee, das kam gerade zu scheiße. Das kam irgendwie zu schlecht. Okay. Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon X Egglog Nummer 38 wieder... Zusammen mit dem Present. Nee, jetzt schalte ich schon ab. Er ist schon wieder der Present im Titel. Nee. Tschüss. Ja gut. Oh Mann, ich hasse es, wenn ich das sage, aber du hast mich angesteckt. Also hallo erstmal. Das hab ich gar nicht. Ja gut, oh Mann. So, also Leute, der Present und ich, wir werden heute wieder Fragen beantworten und so. Und ich möchte jetzt versuchen... Betonung liegt auf versuchen. Sagt er seit Tage, drei Wochen. Was soll ich sagen? Jetzt die Tage Egglog fertig aufzunehmen, denn fuck, Oras fängt ja schon bald an. Vor allem, wisst ihr, wann der letzte Part kam? Der kam ja so ein bisschen mehr, so vor zwei Wochen. Ja, doch ein bisschen mehr, kommt hin. Und da sagt er so, ja, Present, jetzt nehme ich die nächsten drei Parts in den nächsten zwei Tagen auf. Ja, Leute, das mache ich so. Habt ihr gesehen? Hab ich nie gesagt. Was hab ich nie gesagt? Ja, ist klar. Jetzt muss ich mich erstmal über Razor auslassen. Nein. Machen wir nicht. Hey, dieses Eisrätsel, ne? Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Tja, das ist weil, so kompliziert für mich. Wieso auch? Du bist ja auch nicht so gut wie ich. Ist klar, wissen wir alle. Natürlich. Was? Okay. Wir wollen mal wieder Fragen beantworten, oder? Soll ich schon? Starten? Genau, wir haben ja, im letzten Part angefangen, die Fragen von Philipp zu beantworten, die 720.394.000 Fragen. Beziehungsweise 60. Und so kann man es natürlich auch nennen. Da haben wir 40 Fragen bisher und jetzt können wir bei 41 weitermachen. Ganz genau. Dann fangen schon mal an. Wie lang war der längste Kommentar, den du unter einem YouTube-Video geschrieben hast? Geschrieben? Bei Razer waren es wahrscheinlich nur drei Zeilen, wie man die kennt. Nee. Und zwar war das sogar gar nicht so lange her. Das war jetzt, glaube ich, vor kurzem bei einem Video unter Steve Superfuntime, falls ihr nicht kennt, guckt euch den Kanal an. Da habe ich einen recht langen Kommentar geschrieben, ich glaube, es war der längste. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich jetzt noch einen längeren hätte schreiben können, außer mal so Kanalwerbung, nein, Spaß. Ja, aber so 30 Zeilen Kanalwerbung. Also, ich bin Razer und mache YouTube-Videos mit 10 Fehlern in einem Satz. Okay, erzähl weiter. Du. Ja, und auf jeden Fall war das, glaube ich, das längste und ja. Wie viel? Ja? Wie viele Zeilen? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es waren nur 13, 14 Zeilen oder so. Oh, das ist der längste Kommentar. Voll lang und so. Ich bin nicht so der kreative Kommentarschreiber. Jawohl, erstes Rätsel. Ja, liegt ja vielleicht nur daran, dass du einfach nicht schreiben kannst. Hä, was? Habe ich nie gesagt. Ne? Okay, mein längster Kommentar, vor den allem, ich geschrieben habe. Dass ich nicht schreiben kann. Ja, gut. Wir wissen alle, dass du nicht schreiben kannst. Das brauchst du nicht. War eh unser Video vertiefen. Von mir, oder? Oder? Nein, auf jeden Fall nicht. mein längster Kommentar war 70 Zeilen lang oder so. Und oder ich glaube sogar 80, 90. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist lange her. Also ich hatte da auch schon, da war ich total aktiver Kommentarschreiber, habe aber auch nicht so viel Zeit in meinen eigenen YouTube-Kanal investiert. Und das war damals bei dem lieben LP Mirai. Kennen die meisten wahrscheinlich sowieso nicht. Razer falls hat ihn gehört. Nicht, schaut auch bei LP Mirai vorbei. Ist auch ein guter YouTuber. Ja, wir sind jetzt vom... Arena-Leiter. Ich bin echt dazu geneigt, mit Metagross anzufangen, einfach weil es halt Stahl ist. Oder hat er irgendwas gegen Metagross? Er hat Rexblizer, er hat Frigometri. Na, er wird kein Erdbeben oder so haben. Also. Nee, glaube ich auch nicht. Metagross ist ein guter Lead. Okay, weil Bonona ist ja im letzten Part. Ja, weil du nicht so gut bist. Hä, was? Okay. 42. Frage. Ja, ich werde versuchen, mir das abzuwöhnen, aber Razer und Shiro gewöhnen einen das viel zu sehr an. Das ist zu schlimm. Was habe ich nie gesagt? Ja, dann ist verloren. Okay. Welches war das erste Buch, welches du komplett gelesen hast? Was ich selber komplett gelesen habe? Ja. Ist jetzt zwar ultra peinlich. Pumuckl. Hexe Lilly. Ja! Wir haben ja schon im letzten Part gehört, dass Razer ja sowieso ein begabter Leser ist. Er liest jeden zweiten Tag mal ein Manga und so, ne? Das ist natürlich. Er ist ein Literat Alter, schlechthin. Dieser One-Hit-It.
Alter, Rex Bizarre war einfach langsamer als ich, krass. Also, das erste Buch, was ich komplett gelesen habe, war... Na gut. Die Bild. Die Bild. Von mich, oh Mann. Ich glaube, das war Gwydion. Ja, ich glaube schon. Ja, kennt sowieso niemand, das war, ist aber ein Buch, was ich mal damals gelesen habe. War so auf Französisch von links natürlich. Von rechts nach links geschrieben. Vor allem auf Französisch von rechts nach links. Man merkt mal wieder, wie gebildet Razer ist. Ja gut. Das war ja die Ironie daran. Nee. Wir wissen alle, dass du nicht gebildet bist. 43. Frage. Welches Buch, das du komplett gelesen hast, war das von der Seitenanzahl größte? Harry Potter. ja, Gwydion halt. Das war so eine Buchreihe, 4 Bücher. Und ich glaube, das Buch mit den meisten Seiten hatte irgendwie 300. Alter, oder so. Der hat einfach Arktilas. Ja, egal. Arktilas ist zwar eine physische Wall, aber ich denke mal, 2 Sternhiebe wird es auch nicht überleben. Kann es Erdbeben? Nee, gell? Was, Arktilas? Also, ja, kann ja, es. Sollte es können. Ja, okay, er setzt Fluch ein, ja. Nee. Ich denke mal, dass auch trotz des Verteidigungsboostes ein weiterer Sternhieb ausreichen. Alter, mir fällt... Ah ja, stimmt ja. Ah, fuck, sein Arktilas hat Eishaut, ey, richtig. Ja, außerdem ist Arktilas relativ bulky in der physischen Death. Also ja, aber Sternhieb hat ihn 3/4 gezogen, ja, okay. Jetzt hat er Flur eingesetzt. Ja, okay. Getötet. Okay, dann die nächste Frage, Nummer 44. Hast du schon mal darüber nachgedacht, selber Autor zu werden? Nee. Ich auch nicht. 45. Mercedes, BMW oder Audi? Audi. Mercedes. Aber jetzt nicht diese total krassen, sondern einfach nur einer, der schön lange hält. 46. Aber das ist so ein schöner Stern. Lamborghini, Bugatti oder Königsegg? Was? Königsegg? Kennst du es nicht? Nein. Ey, dieses Königsei. Was? Was? Was, wofür entscheidest du dich? Keine Ahnung, Lamborghini. Ja, keine Ahnung. Bugatti war noch? Ja. Ja, dann nehme ich Bugatti. Ja, ich kenne mich, was Autos angeht, nicht so gut aus. Ich sag mal, Lamborghini, hört sich gut an. Nehme ich mal. Das Ei. Nein, nimm ich kenne die Marke, aber... Ja, nimm das so. Ei. Das Ei ist natürlich auch gut. Okay, 47. Okay, wir haben den 8 Orden. Was war das schnellste Auto, in dem du bisher mitgefahren bist? Oder selber Maserati. Gefahren bist? Wie? Aber also nicht selber gefahren, halt mitgefahren, war ein Maserati. Oh, das weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung, wie viel PS der hat. ich weiß nicht, was das schnellste Auto war, in dem ich mitgefahren bin. Ich weiß nur, dass ich mal über 200 auf der Autobahn gefahren bin. Aber, Alter, oh, krasser Boy. Also mitgefahren natürlich. So, 48. In einem Hafen hatten 4 Schiffe angelegt. Oh, das ist sowas, okay? Ja, okay, warte, ich hör zu. Okay. Am Mittag des 2. Januar 1953 verliefen sie gleichzeitig in den Hafen. Es ist bekannt, dass das erste Schiff alle 4 Wochen in diesem Hafen zurückkehrte. Das zweite Schiff alle 8 Wochen, das dritte alle 12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen. Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in diesem Hafen zusammen? Mit genauem Datum habe ich... Das müsste ich lesen. Ich kann es ja lesen, aber... Warte ganz kurz. An welchem Datum... Oder wann trafen alle... Das ist nicht schwer, aber da musst du wirklich... da musst du wirklich auch ein bisschen nachrechnen und so weiter. Du musst halt genau nachrechnen durch die ganzen Monate. Also du musst halt die Monate zusammenrechnen jedes Mal. Und dann musst du halt schauen, wann die Monate sich halt alle treffen. Also wann halt alle gleichzeitig dort sind. Da musst du ein bisschen nachrechnen. Wahrscheinlich das Dreifache vom Letzten oder so. Okay. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also das ist einfach nur, nach 16 Wochen ist sozusagen, sind alle 4 Schiffe im Hafen. Nein, und das sollen wir nein. dann rechnen. Welches nein. Datum? Also guck, ja? Welche Daten waren nochmal vorgegeben? Also, 2. Januar 1953, nach 4 Wochen erstes Schiff, nach 8 Wochen zweites Schiff, 12 Wochen drittes Schiff, 16 Wochen viertes Schiff. Und wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in diesem Hafen zusammen? Und das ist ja nach 16 Wochen. Das nee, heißt, nee, warte, nein. Und zwar ist es, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nach 48 Wochen. Ah, nee, Wochen. Stimmt, habe ich vergessen. Ja, da nach hast du recht. Nach 48 Wochen. 4 mal 16, ja, du hast recht. Nach 48. Warte mal ganz kurz, den muss ich gerade selber oder mal rechnen. In der 48. Woche ist jedes Schiff da, oder? Ich denke gerade nach.
Doch, natürlich. Ja, das ist richtig. Nee, nein. Doch, ist richtig. Dreimal hat das vierte Schiff angelegt. Ja. 48. Viermal das dritte. Oh, geil, fünf, ohne zu lesen. Nee, sechsmal. Ja, oh, krasser Typ. Ich weiß. Voll krass, Alter. Sechsmal das zweite und dann logischerweise, wie viel waren das? 48 Wochen. Also, und jetzt hätte ich gerne bitte einen Keks, Philipp. Also, nee, aber wir müssen jetzt doch schauen, welches Datum. Das heißt, wir haben gesagt, nach 48 Wochen. Ja, keine Ahnung. Warte. 48 Wochen, 52 Wochen hat ein Jahr, glaube ich. Ja, ist richtig. Das heißt, vier Wochen zurück. Also 2. Januar minus 4 Wochen, also minus 28 Tage. Ja, irgendwie Anfang Dezember alt. 4. Dezember 1954, das müsste es sein. Jawohl, wir sind Mathe-Genies. Ja gut, ich, aber nein, was soll ich sagen? Nein, aber ich glaube zumindest, wahrscheinlich ist es falsch, aber egal. Warte mal, an welchem Jahr sind Sie losgefahren? 2. Januar 1953, also müssen Sie am 4. Dezember 1953 angekommen sein. Alter, ich bin gerade fast gestorben. Also mein Metagross, holy shit. Das ist gut, natürlich. Ich den Angriffsboost durch Sterni bekommen hätte, wäre ich tot gewesen. Na gut, das ist natürlich nicht so gut. Warte mal, ganz kurz. 48 mal 7 sind... Wieso rechnen wir in einem Pokémon-Part? Ich weiß es nicht. Ja, ist doch egal. Nee. Einfach irgendwann Anfang Dezember. Ich glaube, das ist falsch, was ich gerade gesagt habe. 4. Dezember 1953. Aber egal. Ja, nein, ist richtig. Nee, ich glaube, da ist um einen Tag falsch. Ich weiß gerade nur noch nicht, ob es der 5. Ja, ist bestimmt so eine Schätzfrage. Am Ende ist es einfach der 32. Okay, machen wir weiter. Wieder seine Frage, aber nicht mit Rechnung, glaube ich. Die folgende Geschichte wurde uns als wahr erzählt. Was stimmt an ihr nicht? Vor ein paar Monaten schlief ein Mann während einer Predigt ein und träumte vom Boxeraufstand in China. Im Traum wurde er gefangen genommen und zum Schafott geführt. Okay, ich weiß nicht, was Schafott ist, aber egal. Ein Schafott. Ah ja, der die Schafe hütet. Ein Schafott. Schaf, O-T-T? Vielleicht sollte dort Hort stehen oder so. Ah, okay. Ja, aber es steht OTT, ich glaube nicht. Ja, egal. Keine Ahnung. Geführt. In der Zwischenzeit bemerkte seine Frau, dass er eingenickt war. In dem Moment, als der Mann träumte, wie das Henkerbeil auf ihn niedersauste, gab ihm seine Frau mit ihrem Fächer einen Klaps auf den Nacken, um ihn aufzuwecken. Der Schock tötete den Mann auf der Stelle. Eigentlich, dass er gestorben ist. Das ist ja letztendlich eine Lüge, weil er geschlafen hat. Okay. Ich check's nicht. Du verstehst es nicht. Ja, also es ist so, dass ein Typ irgendwie schlief. Ja, ich weiß schon. Ich hab schon die Geschichte verstanden, aber ja, okay. Keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, wenn ich es jetzt so gerade richtig gelesen habe, dass der Mann, dass er gestorben ist, also der Schock, dass er durch den Schock gestorben ist, ist eine Lüge, weil er ja geschlafen hat. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, weiter. Er ist ja im Schlaf gestorben, nee, oder? Nee, glaube ich nicht. Ja, nein, also er wurde ja geköpft oder nicht im Schlaf? Nee, also in seinem Traum. In einer Predigt träumt er von einem Boxaufstand. Er ist eingeschlafen. Dann hat er irgendwas geträumt. Dann hat seine Frau gemerkt, dass er eingenickt war. Und in dem Moment, als der Mann träumte, wie das Henkerbeil auf ihn niedersauste, gab ihm seine Frau mit ihrem Fächer einen Klaps auf den Nacken, um ihn aufzuwecken. Der Schock tötet den Mann auf der Stelle. Er könnte doch sein, dass er dann... Alter, scheiße, ich habe keine Bälle. Fuck. Also nur so behinderte Bälle. Aber egal. Ja, es kann doch sein, dass er halt wirklich durch den Schock gestorben ist, weil, guck mal, stell dir vor, du träumst, dass gerade ein Henkerbeil auf deinen Kopf runtersaust und genau im gleichen Moment kriegst du einen Klaps auf den Nacken. Da rastest du doch völlig aus. Ja, aber... Verstehst du, wie ich meine? Dann fühlt es sich ja... so echt an, als ob man gerade wirklich... Aber was hat das mit dem Boxeraufstand in China zu tun, merke ich gerade. Ja, das hat wahrscheinlich... ja, keine irgendwie Ahnung, so, egal, Leute. Ist ja auch egal. Wir sollten nicht jahrelang über solche Fragen diskutieren, aber du kannst gerne auflösen, weil du hast ja sowieso über Google gefunden, meine ich natürlich. Endspurt. Die letzten 10 Fragen. Wie teuer sind alle Schuhe zusammen, welches du dein Eigentum nennen kannst? Ja, jetzt werden die Fragen blöd. Doppelpunkt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es, mehrere Paare Schuhe zu haben. Richtig. Ich habe immer nur ein Paar. Ich hole mir auch so, sobald mein eines Paar kaputt ist, abgenutzt, was auch immer, hole ich mir ein neues. Genau. Bei mir ist Und ich hole mir halt immer so Skater-Schuhe von Suyok oder Etnies oder keine Ahnung. Und momentan
Michu von Zujok und die kosten, glaube ich, 69,99 oder so. Ja, also ich habe auch nur ein paar Schuhe und halt noch Sportschuhe, aber die zähle ich jetzt einfach mal nicht dazu. Ja, ja, die kannst du ja nicht mit, richtig mitziehen. Also normale Schuhe, die ich benutze, die habe ich jetzt seit über einem Jahr, bin sehr zufrieden von Nike. Oh, Produktplatzierung. Oh, nee. Erstmal ist meine Beschreibung verlinkt, nike.de. Natürlich, und wir haben jetzt schön 2000 Euro kassiert. Hä, was? Habe ich nie gesagt. Auf jeden Fall. Ja, und ich weiß gar nicht, waren auch so um die 60, 70 Euro, ich weiß auch gerade nicht genau. Ist ja auch nicht so wichtig, aber jetzt haben wir deine tolle Frage beantwortet. Ja. 51. Von welcher Marke war deine erste Waschmaschine? Ja, also das war ganz klar Toshiba, also Toshiba musste das gewesen sein, kann auch eventuell von Snickers gewesen sein, aber ich weiß nicht genau. Okay. Also, ja. 52. Welchen Weichspüler verwendest du? Okay, überspringen wir die Frage. Vanell. Ja, ich glaube, wir haben auch hier Vanell stehen. Wir haben verschiedene stehen, egal. Kochst du dann, 53, kochst du auch manchmal oder nur deine Freundin? Die ist an dich gerichtet. Oh, wer hätte das gedacht? Ich weiß, nee, also. Ja gut. Also wenn, dann ich mehr. Oh. Und wenn du Frage 53 mit Ja beantwortest, also das ist die Frage 54, kocht ihr auch manchmal oder oft zusammen? Ja, sehr oft. Okay, haben wir das auch beantwortet. Oder du, 55. Wie hoch ist dein Skill-Level in Mario Kart? Bei Razer niedrig. Was? Also ich schätze jetzt mal Level von 1 bis 9 oder Alter, nicht Doppelkämpfe. Level 1 bis 9. Mach doch 1 bis 10 direkt, wenn wir schon... Ja, aber ich richte mich halt nach sowas mehr Spaß. Ja, hey, gut. Ist ja egal. Ich würde mal so sagen, so 6 bis 7. Also immer mehr als Razer, immer einmal mehr. Also sagen wir mal so 7 bis 8. Ja. Oh, das ist ja eine perfekte Frage für Razer. Für mich nicht. Wie oft hast du schon die Bild-Zeitung gelesen? Und vor allem, weil du sagst Bild-Zeitung, ist diese Frage jetzt schon total irrelevant, weil die Bild ist schon seit Jahren keine Zeitung mehr. Okay, erstmal muss ich mich darüber aufregen. Aber okay, vielleicht war es ja auch extra Satire, damit ich mich darüber aufrege. Razer wird sich natürlich nicht darüber aufregen, weil er dem total zustimmt, dass das eine total informative Zeitung ist. Was? Okay, sag was. Hallo, ich lese auch ab und zu mal die Rheinpfalz und so. Ja, also, das ist natürlich von Seriosität gar nichts zu übertreffen. Das ist ja hier, krasse Sache. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, wie oft habe ich die Bild schon gelesen? 20, 30 Mal. 50.000 Mal. Ich lese sie jetzt nicht aktiv und denke, geil, die Bild ist draußen. Erstmal in ein Geschäft gehen und mir die Bild holen. Ja, niemals. Und ich werde es auch nie. Gut, weiter so. Welche waren deine ersten 3 3DS-Spiele? Meine ersten 3 3DS-Spiele? Ja. Pokémon Y. Pokémon Rumble. Ja. Und Animal Crossing New Leaf. Bei mir war es Pokémon X, beziehungsweise erstmal The Legend of Zelda Link Between Worlds, dann Pokémon X und dann Super Smash Bros. Für den 3DS. Echt? Hast du nur 3 Spiele? Nein, ich habe mittlerweile 4. Aber ich bin jemand, der erstmal das spielt und dann, wenn ich ein neues Spiel haben möchte, dann kaufe ich mir ein neues. Also ich habe halt noch Pokémon X. Habe ich halt noch, warte mal, habe ich Pokémon X vor? Das interessiert jetzt keinen. Ja, es interessiert keinen. Ja, und die Leute, Alter Present, ich wollte es wissen, Arschloch. Ja, wenn jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Leute denken. Okay, egal, dann bin ich halt derjenige, den ihr beleidigen könnt. 58, welches ist dein Lieblingsitem in Pokémon? Mein Lieblingsitem in Pokémon ist... Ja. Das war also Walschall. Oh, Lieblingsitem in Pokémon. In Competitive? Ich schätze mal Competitive. Wenn nicht Competitive, dann das Item, oder? Ja, das würde ich eigentlich auch sagen. Aber wenn ich sage in Competitive, würde ich schon fast sagen... Die Überreste, ich mag das. Oder irgendwie. Nee, die Turbo-Treter. Das ist aber kein richtiges Item, okay, aber die Turbo-Treter waren echt eine gute Einführung schon von Game Freak. Also ich würde sagen, Competitive eigentlich schon fast Überreste, einfach nur so, weil ich es mag. Ich spiele in Barschall einfach richtig gerne, deswegen. Ja, aber er kann sowieso nicht, das wissen wir alle. Was? Habe ich nie gesagt. Naja, okay. Oh Mann, ich. 59. Die vorletzte Frage. Hast du schon mal einen so langen Kommentar gelesen? Ja, weil... Ich habe auch 70 Fragen mittlerweile schon bekommen. Ja, habe ich auch gelesen. Krasse Sache, okay. 60, denkst du, also die letzte natürlich, jemand wird die 70 Fragen schaffen? Hat ja noch niemand geschafft. Ja, man muss dazu sagen, dass dieser Kommentar schon lange her ist. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Deswegen.
Ja, kann man ihn nicht verübeln. Okay, nochmal zum Schluss. Sorry für die mega unkreativen Fragen, welche wahrscheinlich auch teilweise schon mal vorgekommen sind. Aber es war so eine Art Challenge für mich. Gut, sehr schön. Ja. Vielen Dank. Dann hast du ja jetzt eine neue Challenge. Ja, mach. 80 Fragen. Nein, wir haben ja... Nee, ich glaube 80. Ja, wir haben ja schon 100 wurden oder geknackt. Nicht? Also du hast schon 100 bekommen. Oder waren schon 100? Ach, keine Ahnung, es sind viel zu viele, ja, Leute. Ja, du hast von jemandem 100 bekommen. Okay, kommen wir zum nächsten Fragesteller. Und zwar der Fubuki-Kun. Der hat 20 Fragen gestellt, und zwar hier neue Oder-Fragen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh? Dragon Ball. Pokémon X oder Y? Pokémon Y. X. Glurak oder Turtok? Glurak. Auch wenn Tim mich töten wird, Glurak. Ja gut. Raichu oder Sandama? Oder Sandamer? Das Lustige ist gerade, ich kämpfe gerade gegen Raichu. Raichu. Obwohl Sandama auch cool ist, aber Raichu, nee. Ja, mehr. Also. Present, Fanmate oder Surfskit? Shiro-san. Ja, wir wissen, Leute, das hat Present gerade eben schon so auf Spaß ganz kurz vorgelesen und ich habe gesagt, Alter, ich sag jetzt Shiro-san. Ja, voll der Asoziale. In welchem Sinne? Ich möchte niemanden vergleichen und vor allem mich selbst. Sag ich ja, natürlich, also ich bin der Beste, halt, ist klar. Nein, Ich möchte halt auch nicht parteiklingen, aber Shiro-san, was hab ich gesagt? Nee, Fanmate oder Surskit, beide finde ich gleich und Present. Ja, natürlich, ja, bin ich der Razer Beste. Halt, ja, und Razer gesagt. Halt, Razer ist auch ganz oben. Nein, Razer ist natürlich ganz weit unten, aber was, da hat niemand gesagt. Okay, sechstens, Dragon Ball oder Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, aber ich bin nicht so Dragon Ball versiert, aber dennoch Z. Okay. Dialga oder Palkia? Dialga. Arctos, Zapdos oder Lavados? Zapdos. Ich würde auch sagen Zapdos, weil man es am leichtesten fangen kann. Oder als erstes, glaube ich, fangen kann sogar. Ja, Lavados war halt ultra nervig. Einmal bei Feuerrot und Blattgrün auf diesem Vulkanfeld, wobei ich es auch gar nicht so schlimm fand. Aber halt in der Siegestraße war der Weg übelst kompliziert. Ja, oh, und das dann hat auf mich so den Seeschaum. Und die Seeschauminsel mit den ständigen Stärken. Ja, und so. Oh Mann, als sowas. Kleines Kind, das war so nervig. Mein Zapdos gehst du einfach durchs Kraftwerk durch und dann hast du es. Ja. Neunte Frage: Raikou, Entei oder Suicune? Suicune, weil es einfach das stylischste ist. Vor allem, ja, was die Story angeht. Zehntens, Feuerstarter, Wasserstarter oder Pflanzenstarter? Feuerstarter. Elftens, Alblali oder Lefloid? Alblali, sag ich auch einfach mal. Zwölftens, Gronkh oder Suishomaru? Suishomaru. Vlogger oder Let's Player? Let's Player. Knackrack oder Libeldra? Knackrack. Libeldra. Alter. Ja, dann ist verloren. Oh, das ist eine fiese Frage. Dragoran oder Brutalander? Dragoran. Brutalander. Einfach weil die dritte Gen meine Lieblings-Gen ist. Und dafür steht mein Herz. Deswegen muss Brutalander einfach da rein. Ja, gut. Latios. Alter, hier kommen gerade die übelst geilen Animationen. Wir labern hier einfach. Ja, interessiert keinen. Ich hab das alle schon tausendmal in verschiedenen Let's Plays gesehen. Ihr wollt die Fragen beantwortet haben. Ich weiß das. Okay. Ist halt einfach echt. Ja. 16. Frage. Latios oder Latias? Latios. Viel, viel cooler. 3DS oder 2DS? 3DS. Ja, weil ich ein 2DS besitze, muss ich ja logischerweise 2DS sagen. Und ich muss ehrlich sagen... Deswegen habe ich auch gelacht. Ja, ich weiß. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den 2DS auch viel, viel handlicher als den 3DS. Ich kann mir nicht so unterm 2DS vorstellen, deswegen halt auch der 3DS, ja, aber Present erzählt mir halt immer, ja, der 2DS, also... Also, man muss dazu echt sagen... Manche denken halt, der wäre halt echt nicht so gut, aber er sagt, ich meine, ich glaube ihm das, wenn er sagt, der liegt gut in der Hand. Aber man muss halt auch dazu sagen, der 2DS lohnt sich nicht, wenn man ihn für 130 Euro kauft im Laden. Das ist meiner Meinung nach zu überteuert für den 2DS. Aber wer ihn günstig findet, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ihn für 90 Euro mit Spiel bekommen, neu... Der sollte auf jeden Fall sich einen 2DS kaufen, weil er einfach richtig gut in der Hand liegt und die meisten sagen sowieso, dass der 3DS, dass sie den 3D-Effekt sowieso ausschalten. Also kann man sich dann gleich den 2DS holen. Ja, das stimmt schon. Wenn man ihn günstig kauft. Wie ist es eigentlich? Wie nimmst du eigentlich deine Wi-Fi-Battles auf? Ja, bei mir ist es total kompliziert. Ich habe so einen kleinen Karton, sage ich mal, einen offenen Karton. Und dann stelle ich diesen Karton mit dem DS und der Tasche als so kleine Polsterung. Weißt du, was auch richtig cool ist? Ja, schön, wäre, dass du mich zu Ende sprechen lässt. Nein, guck, pass auf. Und zwar nimmst du dir einen Karton, ja?
Ja. machst den oben auf, legst den über den 2DS, schneidest dann ein kleines Loch in den 2DS, legst dann deine Kamera auf dieses Loch drauf und dann filmst du, weißt du, wie ich meine? Okay, das musst du mir nach der Aufnahme nochmal erklären. das war es mir gerade. Ich fand es ja so lustig, als Fnupa sein Abo-Special gemacht hat, wie er das gezeigt hat. Ja, ich weiß. Er hat ja seine Medaillen. Also ja, das hat er mir schon vor langer Zeit erzählt. Dass, die Hang Medaille nimmt er als Ständer, sage ich mal. Richtig merkwürdig. Aber es ist an sich ziemlich effektiv gewesen. Auf jeden Fall, ja. Es ist halt ziemlich kompliziert. Ich werde es jetzt nicht aufsagen, wie ich das mit dem 2DS mache. Aber es ist halt, ich stelle ihn vertikal hin und nehme ihn dann so auf, fixiere ein bisschen und was weiß ich was. Okay, haben wir das auch geklärt. PlayStation oder Xbox? Xbox. Xbox, weil der Controller besser in der Hand liegt. Ja. Naruto oder One Piece? One Piece. Also One Piece mag ich von der Serie her mehr, aber Naruto mag ich von den Spielen her mehr. Also dadurch, dass mich Mert jetzt gleich schlagen wird, wenn ich das sage, weil Mert natürlich auch Naruto mag, aber One Piece viel, viel mehr mag, müsste ich natürlich One Piece sagen. Ja, aber Ruffy würde ich auch schlagen. Ja, das stimmt. Aber ich habe One Piece fast nie geschaut, eigentlich nie. Und Naruto habe ich einfach als kleines Kind und dann auch in letzter Zeit mir wieder ein bisschen angeschaut. Und deswegen muss ich leider Naruto sagen. Tut mir leid an alle Leute. Jetzt ist es raus. Okay. Tötet mich bitte nicht. Alter, Stalos jetzt einfach RP meinen. So, aber Erz. Die letzte Frage. Psychotyp oder Feentyp? Ich glaube echt Psycho. Ja, bei mir ist auch Psycho. Okay, dann. Ich habe mich mit dem Feentypen immer noch nicht so richtig angefreundet. Also ich finde ihn an sich cool, aber ich würde sagen, Psychotyp ist schon besser. Oh. Ja. Okay, ich würde sagen, noch jemanden. Da haben wir nämlich noch jemanden. Ja, ja, klar. Und wir zwar, sind jetzt erst bei 27. Genau. Da geht noch einiges. Der Strohhut Ruffy hat ein bisschen weiter drunter, unter Fubuki-kun, auch noch 12 Fragen geschrieben. Und die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar die erste Frage. Ich hoffe mal, dass wir die noch nicht, also dass ihr die noch nicht genommen habt. Hoffe ich einfach mal, oder? Ja, fällt mir dann ein. Ja, also, okay. Erste Frage. Wenn ein neues Game, wie zum Beispiel Oras, rauskommt und es läuft davor ein Livestream davon und hier meine Frage, würdest du dir den Stream anschauen und dich spoilern lassen? Das ist einfach so verlockend. Oder bist du einer, der sich gerne im Spiel überraschen lässt? Es ist halt einfach so ultra verlockend, aber ich sage jetzt einfach mal, nee, ich würde mir nicht angucken. Also ich sag mal so, ich werde mir auch kein Let's Play und so weiter angucken. Aber was ich halt wirklich machen werde, ist, ich werde in der Zeit, wo Oras draußen ist, werde ich halt auf Poke Beach und Serevi und so weiter, werde ich halt trotzdem vorbeischauen. Weil dort werden sowieso, bei X und Y war es ja genauso, da wurden ja Sachen erst in-game geleakt, die halt wirklich noch gar nicht vorhanden waren, 6 neue Megas oder so. Und ich werde aber trotzdem, ich werde auf Poke Beach und Serevi werde ich schauen nach neuen Bildern. Also da, ich komme da nicht drum weg. Ich hab auch kurzzeitig darüber nachgedacht, alle amerikanischen YouTuber, die ich abonniert habe, zu deabonnieren. Aber es bringt auch. Ja, ich weiß. Also Let's Play werde ich mir nicht anschauen. Die Sache ist die. Vor allem die Sache ist. Ja. Die Sache ist die, ich auch gerade ja. sagen. Dass in der Zeit halt auch nur 7 Parts rauskommen werden von den amerikanischen Pokémon. Nein, weißt du, wer es in Pokémon X war? Die haben doch teilweise in 3 Parts das Let's Play gemacht und dann die irgendwie 3 Stunden lang gemacht. Ja, das schon natürlich. Also auf einem Livestream oder so. Auf jeden Fall, bei mir war das Problem, dass ich Pokémon X und Y ein halbes Jahr nach Release erst gekauft habe. Ein bisschen weniger. Ja, da kannst du eh schon alles. Und dann habe ich immer teilweise reingeschaut, deswegen war der Spielspaß da nicht so groß. Und deswegen möchte ich mich eigentlich vom Spiel an sich nicht spoilern lassen, aber jetzt bei Megas, ich denke mal, das ist nicht so schlimm, weil das haben wir ja sowieso uns spoilern lassen. Ja, würden wir auch weiterhin. Okay, zweite Frage. Wer würde deiner Meinung nach einen Derp-Kampf verlieren? Gewinn, nicht verlieren. Gewinn. Lamus, Dumiesel, Porygon 2 oder Enton? Ich sag mal meine Platzierung. Ja. Platz 1 Dumiesel, Platz 2 Lamus, Platz 3 Enton und Platz 4 Porygon 2. Also ich mach das jetzt mal Top 10-like. Platz 4 Porygon 2. Platz 3 Nein. Das ist echt schwierig. Lamus, Platz 2 Dumiesel und Platz 1 Enton, weil Enton echt? Einfach nur, so wie in dem Anime, dieses Bild von Dummheit und Derpigkeit, man hat einfach dieses Bild davon. Ich habe den Anime kaum geschaut, aber das weiß man einfach. Doch, es gibt eine Folge, ich glaube aus Diamond und Pearl war die,
da war Anton gar nicht so derpig, denn dort waren so zwei Antons und die waren halt so richtig ultra stark und Ash hatte nicht mal Chancen dort mit seinem Scorecrow und so weiter, weil die haben halt den Weg versperrt, weil die wollten halt ihre kleinen Anton-Babys beschützen. Ja, aber ich erinnere mich noch daran, an irgendeine Folge, wo einfach ein Anton mit einem anderen Anton gesprochen haben und die haben einfach die ganze Zeit gesagt, Anton, 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 ja, Anton, oder Anton, im ersten Anton, Kinofilm war es ja auch so extrem, wo die sich die ganze Zeit Backpfeife gegeben haben. Anton. Oh Mann, ey, dann deswegen, Anton. Alleine wegen dieser Szene muss man einfach sagen, Anton gewinnt das. Aber Domise und Lamus sind alle derbig. Polygon 2 finde ich jetzt nicht so extrem. Polygon 2 finde ich auch nicht so extrem. Aber derbig. Polygon Z hat schon krasse Augen, also so ein bisschen derbige Augen wie Domise. Okay, dritte Frage. Wo siehst du als Poketuber bzw. Let's Player die positiven Seiten bei dir selbst, also anders gesagt, ist deine Ansicht bei YouTube mehr positiv zu verstehen oder gibt es auch negative Seiten, die dir schon bewusst sind, aber die du sozusagen verdrängst? Wie man sich selber sieht oder wie... Habe ich jetzt so verstanden. Also, bevor ich jetzt beantworte, Preston wird sich sowieso beziehungsweise kritisieren. Beziehungsweise bei YouTube. Ja, ja, also wie man sich halt selber bei YouTube so sieht. Weil, so. Ja, ich habe vielleicht auch verstanden, dass man vielleicht die Ansicht bei, also auf YouTube, von YouTube, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Wir machen einfach beides. Die Ansicht von sich selber oder die Ansicht von YouTube? Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich glaube von YouTube. Aber wir machen einfach beides, komm, machen beides. Also, wenn ich sage jetzt erstmal ja, Kurzfassung, wie Leute, wir sind schon weit im Part drin. 30 Minuten. Ach, Quatsch, da machen wir jetzt heute mal extra Special Part. Ich habe keine Zeit zum Aufnehmen, aber Eglor kann ich 40 Minuten machen. Das hat er mir vor der Aufnahme gesagt. Ich hoffe, man hat es verstanden, weil ich diese komische Stimme gemacht habe. Egal, sprich, los. Ja, ich bin verrückt, ich hatte heute Schule, was soll ich machen? Oh ja, Mann. Ja, keine Ahnung. Ja, komm. Razer, wir wollen das hören. Schneller. Ja, also so positiv von mir aus, also sagt man nur negativ oder positiv? Positiv und negativ, beides. Von allem. YouTube und hier, so. Ja, was soll ich denn da sagen bei YouTube? Mach jetzt einfach. Ja, keine Ahnung. Fang ich halt an. Ja, dann fang du an. Gut, Nee, finde ich nicht so. Jetzt denken alle so, hä? Was hat er gesagt? Okay, positive Seiten erstmal von YouTube aus, finde ich an sich diese Plattform, dass man mit Leuten interagieren kann, Leute kennenlernt über Kommentare oder halt auch über Kommentare Facebook. Und dann weiter auch, ja, aber dann noch weiterläuft, also das ist dann ja, man addet sich dann mal auf Skype, wie Razer und ich, und dann hat man halt ein paar Gespräche und es geht immer weiter und weiter und weiter. Finde ich an sich, das ist einfach die Macht von YouTube, sowieso die Macht des Internets. Das ist positiv daran. Negativ ist, dass es sehr viel Hate gibt, sehr viele auch, ich sag, nee, es sind nicht nur die Jungen, aber viele junge Zuschauer sind, die teilweise naiv sind und dadurch Probleme auf YouTube verursachen, aber es sind halt auch sehr viele Ältere, also ich möchte nicht sagen, ne, die ganzen jungen Personen, aber... Was halt sehr, sehr schwierig ist, sind halt gerade kleine, junge Let's Player, die halt auf YouTube nicht so anerkannt werden wie manche andere Leute, genau. Und die dann ihre Wut, dass sie nicht so gut ankommen, dann an andere, kleinere auslassen, bei denen es, sage ich jetzt mal, besser läuft, wie zum Beispiel jetzt Leute mit 500 oder 1000 Abonnenten gibt es dann. Und dann gibt es Leute, die haben 60 Abonnenten, kommen nicht weiter und die lassen dann ihre Wut an diesen Leuten mit 500, 1000 Abonnenten, lassen genau. Die da dort dann raus und drücken dann einfach Dislike-Button, verstehen nicht, was für eine Arbeit hinter dem Video steckt und so weiter, sondern lassen einfach ihre Wut daran aus, ja. Und das ist ab und zu echt wirklich. Das ist einfach schade. Das ist halt so die negative Sache an YouTube und jetzt die positiven und negativen Aspekte an mir selbst. Razer wird natürlich sagen, ich bin der totale Kritiker und mach alles negativ von mir. Ist er auch. Also ich finde, ja, man darf ja etwas Positives für sich sagen. Ich finde das immer, ich mag selber nicht über mich positiv zu sprechen, weil es hört sich immer so arrogant an in meinen Augen. Aber ich weiß, dass es nicht so ist, egal wer das macht. Ich bin schon geil. aber es kann sich so falsch anhören. Auf jeden Fall finde ich, dass ich jetzt keine schlechten Designs mache. Das finde ich auch sehr, sehr gut bei an dir, also Rahmen, Designs, dann deine Top 10 und so weiter, sieht immer sehr, sehr schön gestaltet aus. Auch darauf hinaus, ich bin echt selber mit meiner Top 10 sehr zufrieden und ich bin sowieso jetzt damit zufrieden, wie es zurzeit läuft. Also negativ finde ich jetzt zum Beispiel, dass ich keine Capture Card habe, dass ich... Ja, aber das kannst du ja nicht... Ich weiß, das ist ja nicht direkt an mir, aber so an meinem Kanal, wenn ich das jetzt an meinem Kanal sehe. Ich finde an sich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Kanal, ich finde alles positiv, was da jetzt zurzeit ist. Allein durch die GPL, durch
die ganze Community, was weiß ich was, negativ, wie gesagt, die fehlende Capture Card, auch für mich selbst, weil ich halt unbedingt Projekte bringen möchte, die ich nur mit Capture Card bringen kann. Das ist einfach so. Aber ich würde sagen, das fasst es ganz gut zusammen. Und jetzt darf Razer, nachdem er endlich überlegt hat, seine Meinung sagen. Also über YouTube, ja, keine Ahnung. Ich sehe es halt genauso wie du und habe da ja auch schon so ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Und an mir selber, positiv finde ich, dass mir das Ganze so viel Spaß macht. Ja, das bei mir positiv. Sowieso. Das ist sowieso ein großer Aspekt. Und negativ finde ich halt momentan an mir, dass ich das Ganze halt YouTube und so weiter so ein bisschen schleifen lasse. Aber da werde ich auch nochmal demnächst so ein Video zu machen, wo ich dann auch nochmal näher auf dieses Thema eingehen möchte, weil ich kann es ja auch hier jetzt schon mal so anknacksen, das Thema, und zwar, wie komme ich denn hier vorbei? Na gut, das Thema wollen wir jetzt anknacksen in diesem Part. Ah, hier. Okay, und zwar will ich halt wieder regelmäßig Videos hochladen, und sobald das Oras Let's Play vorbei ist, werde ich auch wieder einen geregelten Upload-Plan machen, denn vor meiner Kanalpause habe ich es wirklich geschafft, bis auf 3 Tage oder so wirklich jeden Tag mindestens ein Video hochzuladen, wenn nicht sogar schon mehr. Dann kam meine Kanalpause und dann musste ich wirklich gezwungenermaßen das Ganze auch teilweise ein bisschen schleifen lassen und so weiter. Dann war mal zwischendurch so eine Zeit, wo ich halt nicht so viel Lust hatte, nicht auf YouTube, sondern auf Pokémon Competitive allgemein. Ja, nicht ja. Nur auf Pokémon, sondern nur Competitive. Das war aber da Anfang halt der GPL, ich glaube in der Mitte. Genau. Mitte. Anfang der GPL war das so, dass ich das Ganze dann schleifen lassen habe, dann wirklich nur noch Pokémon gespielt, wenn ich in Anführungszeichen gezwungenermaßen diesen GPL-Kampf machen musste. Und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen hart, so gezwungenermaßen, also das, aber ihr müsst halt euch ich hatte so halt nicht so viel Lust. Vorstellen, manchmal hat man wirklich sehr viel Lust und manchmal hat man halt nicht so viel Lust, dann ist ja einfach die Lust ein bisschen weg, aber genau. Man möchte es halt trotzdem machen, ne? Allein für euch. Ja. Dann habe ich mir auch keine Competitive Videos oder so angeguckt, nichts von amerikanischen, auch die GPL-Videos und so habe ich mir wirklich nur, keine Ahnung, höchstens 1 angesehen oder so, oder nur mal ein bisschen durchgeskippt. Ich überspringe hier jeden Trainer, weil die Siegestraße einfach so langweilig ist. Und wie gesagt, da hat mir einfach die Lust gefehlt. Ihr habt ja auch gemerkt, dann habe ich angefangen, eure Kämpfe hochzuladen, was ich auch weitermachen werde. Also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Es wird auch noch weiterkommen, das Format. Das macht mir nämlich im Allgemeinen auch sehr viel Spaß. Und hatte halt einfach selber gar keine Lust mehr, hab halt selber auch kein, ich war ja früher auch oft auf Showdown, hab dort dann ab und zu mal ein paar Kämpfe mit anderen Freunden und so weiter gemacht, und wie gesagt, das habe ich halt alles extrem schleifen lassen, hab dann halt nur noch die GPL-Kämpfe gemacht, und dann kam so die Zeit, dann habe ich so angefangen, mir wieder so ein paar Videos anzugucken, war dann ein paar Streams, habe ich mal reingeschaut und so, und dann irgendwann kam auf einmal so, boah, wie gern würde ich jetzt an den seiner Stelle diesen Kampf ausführen. Ich hätte jetzt gerade richtig gute Ideen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, hier schon wieder die halt meine Pokémon, dadurch, dass ich das Ganze dann auch so, dann habe ich mich wirklich nochmal so eine Zeit lang, so 2 Wochen lang, extrem mit Competitive beschäftigt. Und in diesen 2 Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat es, glaube ich, auch in der GPA gemerkt, habe ich mich, muss ich persönlich sagen, habe ich mich im Competitive ein wenig verbessert. So, nun das nochmal ein bisschen abzuschließen nach dieser langen Rede von Razer. Ein positiver Aspekt, du hast ihn ja auch an mir genannt und einen, den ich auch an Razer nennen muss, den vielen eigentlich gar nicht so bewusst auffällt, ist, dass Razer eigentlich derjenige ist, der viele neue Leute, also neue YouTuber, neue anstrebende Poketuber in diese Szene noch mehr integriert. Also er schaut dann halt mal auf YouTube, gibt dann halt ein, ja, dies Pokémon X und Y Wi-Fi Battle Deutsch oder so, und dann sieht er halt, okay, der macht relativ gute Videos schon direkt am Anfang, und er schickt dann in diese Razer Army, also in seine Konfi, falls ihr die nicht kennt, oder halt bei uns in die Konfi rein von unserer Poketuber-Gesellschaft, sag ich mal. Genau. Und ja, dadurch haben einfach alle so viele Leute kennengelernt. Ich zum Beispiel, er hat mich kennengelernt, ich habe ihn kennengelernt, ich habe dadurch selber viele Leute kennengelernt. Also allein durch Razer. Ich muss sagen, jetzt auch, also Present kannte jetzt vor, also bevor wir befreundet waren, kannte er zum Beispiel wirklich gar niemanden aus der GPL. Niemand, kannte er gar niemanden, kannte er Fanmade Let's Play und so weiter, kannte er wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, du hast die Leute nicht mal abonniert oder so, du kanntest sie ich nicht kannte mal vom nicht, Hören genau. oder ich, so, oder? Ich hatte erstmal, also Fanmade Let's Play, ich glaube, den Kanal an sich, den Namen, hatte ich schon vor längerer Zeit mal gehört, aber jetzt auch nicht irgendwie geschaut. Und dann hast du einfach mal diesen Kommentar geschrieben, und dadurch, dass wir dann so langsam ein bisschen was geschrieben hatten. Du warst, glaube ich, auch mit
einer der ersten, die ich halt auf YouTube auch kennengelernt habe. Also die ersten waren halt so Tim Dice natürlich. Play, Famed Let's Play waren halt so die ersten, dann kamst halt du dazu. Auch was viele Leute zum Beispiel... Fuck. Ja. Crit. Fuck. Okay, egal. Scheiße. Aber mach's doch zu Ende immerhin, was du sagen wolltest. Oh, was zum Beispiel viele Leute gar nicht wissen, ist, dass Sersky TV damals so ein Abonnent von mir war. Ja, ja. Dass er gar keine YouTube-Videos, wirklich nichts mit YouTube an Hut hatte. Also er hatte früher mal einen Kanal, aber er war halt mit null Abonnenten, stand er da und hat einfach meine Videos geschaut. Genau. Und heute ist er ein YouTuber mit Capture Card, der gute Videos macht. Vor allem, er hat direkt angefangen mit Capture Card, das muss man dazu sagen. Ja. Also, er hatte ja schon die Erfahrung, weil er davor, vor langer Zeit mal YouTube-Videos gemacht hat, aber halt, hat er dann irgendwann aufgehört, auch noch nicht so aktiv und dann halt durch Razer. Weil er hatte, ich glaube Daniel, also Sersky TV hat uns letztens diesen Kommentar gezeigt, oder du, ich weiß nicht genau. Genau, Daniel hat es gezeigt, das fand ich auch sehr, sehr lustig. Dass der Razer geschrieben hat, ja... Warte, ich suche den jetzt mal ganz schnell raus. Ja, also ich möchte halt auch mit damit anfangen, ich finde das halt alles ziemlich cool, aber ich weiß nicht, ob es sich halt lohnt, ohne Capture Card anzufangen und so weiter und so fort. Moment, das lädt. Oh Mann, mein Metagross ist gerade gestorben. Oh ne? Mann, echt. Razer, du wieder mal. Okay, Achtung, ich lese vor. Vor 8 Monaten. Hey Razer, hab dich heute gerade entdeckt und ich muss sagen, mir gefallen deine Videos sehr. Zudem ermutigen mich deine Videos auch dazu, selbst Wi-Fi-Battles hochzuladen. Hatte bisher Zweifel, ob man das ohne Capture Card quali gut hinkriegt, aber bei dir stört das meiner Meinung nach auch nicht. Da müsst ihr wissen, habe ich auch noch ohne Capture Card aufgenommen. Ja, mit Handykamera und so. Genau, würde mich auch sehr über ein Battle gegen dich freuen. Vielleicht kann man das ja mal arrangieren. Fand ich wirklich extrem lustig. Und dann habe ich halt mal so gesehen, er hatte ein Video auf seinem Kanal. Und das Lustige war ja, das war glaube ich nur ein Jahr her oder so. Und da hatte Daniel wirklich so eine richtig kindliche Stimme noch. Ja. Und er ist ja mittlerweile schon 18, da war er 16, glaube ich, in diesem Video. Da habe ich mir gedacht, okay. Wie gesagt, ich bin ja generell einer, der für den liegt die Stimme nicht im Vordergrund. Hust bei mir, wenn man vor 2 Jahren sich das anhört, hust. Oh Mann. Und ja, keine Ahnung. Und ich habe mir einfach gedacht, okay. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen Kontakt mit Daniel gehabt. Dann habe ich auch mal mit ihm geskypt. Und dann habe ich auch auf einmal, hä, ist das jetzt Sersky TV? Weil er hat halt eine extrem männliche Stimme auf einmal. Und es hat sich bei ihm scheinbar ziemlich verändert in dieser Zeit. Und ja. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir das Thema wirklich sehr weit ausgeführt, aber ich denke mal, es ist auch sehr interessant für euch, bin ich jetzt einfach mal der Meinung, mal sowas auch zu erfahren, weil ich finde sowieso sowas, wenn jemand zum Beispiel irgendwie damals, gab es ja diese Mario Kart Wii Let's Plays und da habe ich gerne, vielleicht kennt jemand von euch, den lieben Wallow geschaut und der hat halt sehr viel aus seinem Leben erzählt, sehr viel was YouTuber angeht und immer wenn irgendein YouTuber über seine YouTube-Karriere, sage ich mal, oder über andere YouTuber gesprochen hat, im positiven Sinne, fand ich das immer richtig interessant, deswegen, also ich hoffe mal oder wir hoffen natürlich, dass es auch gut ist für euch, ne? Ja, gut. Ganz genau. So, die vierte Frage, wir sind jetzt echt... Warte, ich glaube, wir sollten jetzt echt... Ja, gut, aber die vierte Frage ist sowieso, wird es auch ein Super Smash Bros. Turnier geben? Ja, okay. Ist ja momentan noch. Ja, also das war vor einem Monat, muss man also, zu sagen. Also auch Abonnententurnier, Leute, macht euch keine Sorgen. Ja, man muss halt noch, also wir sind noch in der Vorrunde, aber wir sind kurz davor. Wir sind wirklich in den letzten drei Kämpfe noch, weil es ist halt auch wirklich schwierig, 16 Leute, die immer, wir müssen uns ja wirklich, also die müssen ja wirklich zwei komplett, bei der GPL ist es was anderes, muss man halt auch dazu sagen. Ja. Weil du hast, wir haben 4 Gruppen und jeder muss 3 Spiele bestreiten und dann immer 3 Kämpfe. Und dann immer, dass sie Zeit finden und dann auch irgendwie Lust oder dann Internet und was weiß ich was. Das spielen alle so viele Faktoren und ja. Das muss man halt da mit einbeziehen. Genau. Okay, dann krasse Sache. War das der nächste Egglog-Part? Nee, ne? 43 Minuten? 44 Minuten, ja, ist der längste. Oh, guckt euch das an. Jetzt habt ihr den längsten Egglog-Part hier auf deinem Kanal. Okay, Leute, dann beenden wir den hier. Sogar 44 Minuten jetzt gleich. Komm, wir machen auch die 45 Minuten Part voll. Ja, sind in 3, 2, 1. Jetzt. der nächste Part wird dafür eventuell ein bisschen kleiner sein. Dort werden wir die Siegestraße beenden, werden vielleicht nochmal ganz kurz unsere Pokémon aufpäppeln oder so. Der wird vielleicht nur 20 Minuten oder so gehen. Und dann geht es auch los mit der Top 4. Ich bedanke mich hier schon mal auf jeden Fall für die Leute, die noch bis hier geschaut haben, für euer Zuschauen. Der Part hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch danke an Present. Ich bedanke mich an dich, weil
Weil das war echt, also ich muss ehrlich sagen, das war... So Themen machen mir immer sehr viel Spaß. Ja das sowieso. Also ich fand, ich habe ja schon oft jetzt bei dir mitkommentiert oder auch bei anderen, aber sowas ist einfach sehr interessant, einfach mal da, ja, einfach mal zu reden, was einem so gerade in den Kopf kommt. Das ist echt sehr schön. Genau, ja. Vielen Dank. Genau. So, jetzt sind wir gleich um 45 ja! Minuten. Okay. Wie gesagt, Leute, der nächste Part wird dafür nicht so lange. Und dann geht's auch schon zur Top 4. Ich werde jetzt versuchen, vielleicht wird jetzt Egglock die nächsten paar Tage nochmal ein bisschen intensiver kommen. Dadurch, dass sowieso hier, nicht. dadurch, dass ich bis Oras, also jetzt in 10 Tagen, circa, ja, ist auch am 27. Am 28. in 11 Tagen. In 11 Tagen kommt ja Oras. Wie gesagt, bis dahin möchte ich das Let's Play durchhaben in der Top 4. Keine Ahnung, das Projekt besteht ja kaum noch aus dem Spiel. Es besteht hauptsächlich aus den Fragen und euch gefällt es. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich während der Top 4 noch Fragen beantworten. Werde mich natürlich auch so noch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Aber nun gut, ja, Metagross ist leider gestorben. Das ist jetzt wirklich ätzend kurz vor der Top 4, dass zwei Pokémon jetzt in zwei Parts gestorben sind. Alles liegt nur an mir, jetzt, wir wissen ja Bescheid. Present verteilt schlechtes Omen. Und wir haben die 45 Minuten knackt, yay! Okay, wir sollen jetzt den Kampf echt beenden, den Kampf, den Part. Genau, keine Ahnung, wir schaffen es auch mit 5 Pokémon. Ja, ja. Die Top 4 ist ultra leicht und die haben keine Glückspilz absolut mit Kack. Kackhieb, was habe ich nicht gesagt? Ach, du hattest Absol jetzt gehen. Ah, okay, egal. Ja, ja, von der Rivalen. Ja, gut. Nachthieb, Glücksbild, Absol. Oh, das ist fies. Metagross ist weggekriegt. Okay, Leute, wir sollten echt den Part betten. Wenn es euch gefallen, lasst doch eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen, und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shiro-san. Euer Mann. Euer Mann. Ist raus. Ist raus.